Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video über den Wechselstrom. Heute wollen wir uns ein bisschen darum kümmern, wie wir so periodische sinusförmige Größen besser darstellen können, so dass wir sie mathematisch ein bisschen besser fassen können. Ich habe da zwei, dieses Mal habe ich wirklich bemüht, dass das sinusförmig auch tatsächlich ausschaut. Es ist mir wieder nicht ganz gelungen, da und da sind halt ein paar. Also die rote Linie soll eben ein Strom sein und die blaue Linie soll eben eine Spannung sein, deswegen I von T und U von T. Und schauen wir uns an, wie würde denn die entsprechende Formel dazu ausschauen. Also wenn ich zum Beispiel jetzt I von T eingeben will, dann haben wir gesagt, okay, das Erste, was wir brauchen, ist die Amplitude. Da ist die Amplitude, gell? Das hier, da wäre die Amplitude. Nach wo oben oder Plus oder Minus ist ja eigentlich egal. Ja? Wie groß ist die Amplitude hier? Da haben wir gesagt, bei sinusförmigen Größen ist das Wurzel 2 mal dem Effektivwert I. Also I ist der Effektivwert des Stromes, ja? Und Wurzel 2 so groß ist die Amplitude. Ja, also wir haben da Wurzel 2 mal I, ja, und dann haben wir gehabt den Sinus, ja, und dann haben wir das Omega T, mit dem Omega ist eben die Kreisfrequenz gemeint, die halt 2 Pi-fache der richtigen Frequenz ist, mal T, und dann haben wir nur plus einen Phasenwinkel, da ist der Phasenwinkel, gell, da ist der Phi I, Phasenwinkel des Stroms plus Phi I, der Nullphasenwinkel. Ja, den er zum Zeitpunkt 0 hat. Das ist der Phasenwinkel, den der Sinus da zum Zeitpunkt 0, der hier ist, ja, hat. Ja, ja, also das ist praktisch die Sinusschwingung in eine Formel gegossen. Okay? Wie schaut das für U von T aus? Na, für U von T schaut das entsprechend aus. Da habe ich auch hier wieder eine Amplitude. Ja, da haben wir die Amplitude. Die ist halt Wurzel 2 mal U. U ist der Effektivwert der Spannung. Also haben wir hier Wurzel 2 mal U mal Sinus Omega T plus. Und dieses Mal habe ich hier einen anderen Winkel. Dieses Mal habe ich hier den Winkel Phi U. Ja? Phi U. Okay? So, und jetzt habe ich schon gesagt, ich möchte das etwas anders darstellen. Ich stelle mir jetzt vor, so ein Kreisdiagramm, so wie ich es da unten gezeichnet habe, zufällig, also wirklich zufällig, hat der rote Kreis den Radius, den hier die Amplitude, also das ist praktisch der rote Kreis, hat den Radius Wurzel 2 mal I und der blaue Kreis hat den Radius Wurzel 2 mal U. Ja, ganz zufällig ist das passiert. Ja, und den zeichne ich da ein. Das hier ist die sogenannte reelle Zahlenachse, das ist die sogenannte imaginäre Zahlenachse. Das sind, im Prinzip ist ein Diagramm mit einer X-Koordinate, heißt das reell, und einer Y-Karte Koordinate, das heißt das imaginär. Ja, das ist, weil wir nachher mit komplexen Zahlen rechnen. Die haben halt zwei Teile, einen real- und einen imaginär Teil. Okay. Hilft uns mathematisch. Im Moment sind es einfach nur irgendwelche zwei Achsen für uns, wo wir halt irgendwelche Werte auftragen können. Und wenn wir jetzt sich das anschauen, da das Phi I, das ist ja minus Pi halbe, ist ja 90 Grad, das sind ungefähr 45 Grad, dann kann ich hier praktisch einen Zeiger einzeichnen und sagen, ja, und mein Strom ist ungefähr so im Moment. Das ist der Stromzeiger. Ja, so ein Stromzeiger, der hat hier einen Winkel, ja, und dieser Winkel ist eben Phi I. Das ist der Winkel von meinem Stromzeiger. Ja, der hat Phi I, hat eben 45 Grad ungefähr, deswegen ist er eingezeichnet. Ja, und was ist jetzt, wie passt das jetzt zusammen mit der Sinusschwingung? Nun, ich stelle mir vor, ja, ich sehe nur die Projektion des Zeigers hier auf diese Achse. Diese Projektion interessiert mich. Das da. Ja. Die Länge des Zeigers
ist Wurzel 2 mal i. Also ist die genau die Amplitude hier. Ja? Und jetzt schaue ich mir nach, was ist diese Länge da? Ja? Und diese Länge hier rüben, die ist die Länge des Zeigers, Wurzel 2 mal i mal, und jetzt, was brauche ich da für eine Winkelfunktion? In Sinus. Sinus von dem Winkel da, ja, phi i, ja. Und der phi i ist zum Zeitpunkt 0, ja. Das ist der Wert, die Projektion, da, das ist der Wert. Das ist i von 0. Das ist i von 0. Das sehe ich da. Ja, das sehe ich genau hier. Hier sehe ich, ich projiziere diesen Zeiger darüber. Okay? Projektion. Mit Hilfe des Sinus. Ja? Und wenn ich mir jetzt vorstelle, dieser Zeiger rotiert, ja? Rotation mit Omega, mit der Winkelgeschwindigkeit Omega rotiert er da. Deswegen ist die Winkelgeschwindigkeit da drin leiwand, gell? Weil das haben wir, wie viel Rad pro Sekunde dreht sich der? Wupp, 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 wupp. Dann ändert sich diese Projektion, und wenn ich jetzt zum Beispiel dann weiter da rum bin, ja, dann habe ich volle Länge, das ist da. Da habe ich volle Länge, ja, da. Zu dem Zeitpunkt habe ich volle Länge. Und dann wird es wieder kleiner, die Projektion. Zack, 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 zack. Da, 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 da. Wenn ich da rüben bin, ja, da in diese Richtung zeige, da sehe ich wieder gar nichts, da ist Projektion 0, da bin ich da, da bin ich da. Ja. Und wenn es dann weitergeht, dann wird die Projektion negativ. Und schon, wenn ich nur auf diese Projektion schaue, dann habe ich hier eine Schwingung. Okay, und das ist genau das, was mir die Schwingung hier beschreibt. Okay? Das ist, was die Schwingung hier beschreibt. Wie würde denn der Pfeil, der Zeiger, Zeigerdiagramm hast du das zeigt da unten, ne? Wie würde denn dieser Strom, der Spannungspfeil ausschauen? Na, der ist ein bisschen vorn, das Vieh ist ein bisschen größer, das schaut halt so aus. Hier haben wir eben einen anderen Winkel, hier haben wir den Phi U, ja? Phi U ist etwas größer, ja. Und wann, so wie die zwei Schwingungen sind, rotieren sie praktisch gemeinsam. Die rotieren jetzt gemeinsam in dieser Richtung mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit, ja. Also, die haben die gleiche Frequenz, die rotieren mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Und der Spannungszeiger ist immer ein bisschen vor einem Stromzeiger und die drehen so im Kreis, ja. Wie weit ist er von dem Stromzeiger? Hier, das ist der sogenannte Phasenwinkel Phi, ja. Das ist der Phi, den sehe ich da. Den sehe ich da, hier. Das ist der Phi, hier. Sehe ich hier, ja. Der Differenz zwischen diesen beiden Phasenwinkeln. Und der ist natürlich überall konstant. Da sehe ich immer da zwischen dem Scheitel und dem Scheitelwert sehe ich den Phi, überall sehe ich den Phi, ja. Weil eben der eine Zeiger immer ein Stückchen vor den anderen Zeiger sich herdreht. Okay, die rotieren da nicht um die Wette, weil sie werden sie nicht einholen, aber jetzt, warum ist das einfacher? Ja, jetzt müssen wir irgendwelche Projektionen und so weiter. Es ist viel einfacher zu zeichnen. Wenn wir sehen, hey, da habe ich mich wirklich bemüht, da habe ich mich wirklich bemüht bei diesen, und das ist wieder nichts Gescheites geworden, diese Sinuswellen. Ja. Da die Pfeile, ich gehe so weit und behaupte, das kann jeder Techniker, kann am Pfeil zeichnen. Das brauche ich kein Lineal, nichts, zack, Skizze, passt. Und es passt wesentlich besser wie die Skizze eines Sinus. Das ist einmal schön. Ja? Und es hilft uns auch, wenn wir Sachen zusammenzählen. Wenn wir zum Beispiel zwei Ströme addieren, dann addieren wir diesen Zeiger und einen anderen Zeiger. Wie wir zwei Zeiger miteinander addieren, das wissen wir schon, weil Kräfte sind ja auch Zeiger, sind sowas ähnliches wie Vektoren. Da, und auf einmal haben wir einen neuen Zeiger, ja? Und der rotiert auch wieder mit der gleichen Winkelgeschwindigkeit. Und wir haben einen, eigentlich haben wir haben nur zwei Zeiger addiert, ja? Und eigentlich haben wir eine neue Welle geschaffen. Das ist ja viel einfacher, ja? Dazu benötigen wir aber
Ich meine, in Mechanik arbeiten wir mit X- und Y-Koordinaten, hier in der Elektrotechnik arbeiten wir mit Real- und Imaginärteil. Das hat verschiedene mathematische Vorteile. Es gibt da nämlich Rechenregeln und da kann man nachher plötzlich irgendwelche, wir werden bei der Leistung sehen, das hat Vorteile. Und das nicht einfach Koordinaten nennen. Ja. Dazu müssen wir aber lernen, wie wir mit komplexen Zahlen umgehen. Ja. Mit Zahlen, die nicht nur A-Zahl haben, sondern zwei. Nämlich einen Real- und einen Imaginärteil. Wie wir das machen, werden wir uns im nächsten Video ansehen. Im nächsten Video ist Rechnen mit komplexen Zahlen. Für dieses Mal sage ich herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.